Kurz vorab eine kleine Erinnerung. Und zwar habe ich jetzt einen Discord-Server zum Austausch für Fragen oder einfach nur zum Unterhalten für alle meine Formate. Und den Link dafür findet ihr in der Videobeschreibung oder bei mir in der Kanalinfo. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet. Und jetzt viel Spaß beim Video. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Warum Gwent The Witcher sollte Card ich dir Game. helfen? Und heute mal gegen Nilfgaard. Gut, Kostschei, ganz am Ende richtig wichtig. Was will ich haben? Gehe ich auf Gedeihen komplett? Ich glaube, ich will den Neckar trotzdem ablehnen. Die Jagerlarve ganz gut. Uxer möchte ich nicht. Ich glaube, das war es dann aber auch schon. Osrell, komm. Ja, okay, besser. Ich spiele die Larve aus. Wir gehen jetzt in der ersten Runde erstmal auf Gedeihen. Wenn ich Igan nicht habe, weil eigentlich möchte ich in der ersten Runde Igan spielen und das Biest. Und dann einfach ein bisschen darauf warten, was der Gegner so macht. Jetzt gehen wir in der ersten Runde auf Gedeihen. Nächste Runde die nächste Endriaga-Larve, dann Puka. Dann Mithral. Wenn eine Nilfgaard-Bronze hat und spiele sie aus. Okay. Sollte jetzt nicht die wahnsinnig gute sein. Einsatz setze die Stärke dieser Karte entsprechend der Rekrutierungskosten der obersten Karte in Schlag schnell deinem zu, bevor sie reagieren. Deck. Wenn der Zug ist fest, setze die Stärke. Okay, gut. Wenden. Will ich Puka direkt schon spielen? Oder spiele ich das Biest? Aber das Biest würde mir nicht bringen, außer ich würde vorher Nitral spielen. Oder die Meine Speerspitze. Pflicht, die Nase dorthin zu stecken, wo sie nicht Einsatz: hingehört. Generiere eine einfache Kopie einer gegnerischen Bronzeeinheit ohne Illoyal und spiele sie aus. Okay. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich gehe auf komplett Gedeihen. Man bekommt drei Karten in der zweiten Runde. Das heißt, wenn er jetzt hat passt, hat er eine Karte weggeschmissen. Das heißt, er muss spielen. Habe ich etwas zwischen den Zähnen? Ich gehe auf Nisral. Werde ihn auch noch verbessern. Einfach nur, damit ich jede Zeit Dominanz 2 Schaden zufügen kann. Ich nehme an, er wird jetzt passen. Außer er will auf die Runde gehen. Erschaffe eine Karte aus der Hand deines Gegners und spiele sie aus. Wird ihm nicht viel bringen bei mir. Außer er bekommt die Speerspitze. Okay. Bin eigentlich ganz gut damit bedient, jetzt auf passend zu drücken. Einfach nur, weil ich glaube nicht, dass der Gegner noch viel machen kann. Könnte zwar jetzt zwei Schaden zufügen und hier noch ein da spielen, aber ich glaube, mit passend bin ich besser dran. Ist ein bisschen verschwendet mit Gedeihen, ich weiß, aber glaube nicht, dass er noch die Runde holen will. Wenn doch, muss er jetzt eine oder maximal oder vielleicht zwei Karten spielen. Nein. Gleich viele Karten, erste Runde gewonnen. Optimal. Gut. Speerspitze, das Biest. Letzte Runde Kostschei. Speerspitze, das Biest. Vorher die Endriagerlarve. Ihn ausgespielt. Goliath. Finde ich nicht ganz überragend.
Okay, Jägern ist besser. Fertig. Wir spielen ihn. Bin fertig. Jägern mit 8 Rüstung. Selbst wenn er ihn vernichtet, kostet es ihn 8 Ressourcen. Also 8 Schadensressourcen. Sage ich jetzt einfach mal. Assimilieren Befehl, füge einer 2 Schaden zu. Jetzt wäre die Ada richtig gut gewesen. Habe ich leider nicht. Kann ich ihn irgendwie vernichten? Leider nein. Außer ich bekomme von ihm hier eine wilde Jagd und hätte die 3-4 Schaden macht, glaube ich aber nicht. Deswegen. Machen wir jetzt halt die Endjagerlarven. Wie gesagt, da kann ich sich jetzt entscheiden, will er meine Endjagerlarven wegbekommen oder eben den Jigern. Ich schaffe eine Bronze aus der gegnerischen Fraktion und spiele sie aus. Das heißt, er könnte eventuell den Pool bekommen und frisst dann nichts Gutes von sich. Einsatz generiert 2 Ratten in dieser Reihe. Todeswunsch generiert 2 Ratten in dieser Reihe. Eine kalte Nacht bricht herein. Okay. Das Biest. Gut beenden. Die Kombi spiele ich eigentlich relativ gerne in der ersten Runde. Einfach nur, um schon ein bisschen gut ins Spiel reinzukommen. Jetzt ist in der mittleren Runde, es setzt jetzt eigentlich den Beginn. Ich nehme die Herausforderung an. Da ich jetzt halt nicht zwanghaft gewinnen will, kann ich ein bisschen Punkte generieren, mich auf die letzte Runde vorbereiten mit dem Quarantier und der Kostschei und dem Eindringling Oberon. Weil ich jetzt gar nicht weiß, was ich machen will. Entweder noch die Speerspitze spielen oder die Speerspitze schlafend. Aufgewacht oder schlafend. Ich glaube, ich gehe mit ihm. Beende den Zug. Den spiele ich noch. Und das wird aber mein letzter Move gewesen sein. Weil mein Beast kann ich jetzt nicht mehr pimpen. Und die Hand ist mir zu wichtig in der letzten Runde. Perfekt. Ich passe. Leutnant Flaut übernimmt das Auskundschaften. Das ist schön für Leutnant Flau. Nenne deinen Preis. Okay. Wir gewinnen die Runde. Ich habe eine Karte mehr. Er bekommt hier noch eine Karte. Ich bekomme hier noch eine Karte. Das heißt, am Ende habe ich eine Karte mehr wie er. Jetzt wird es interessant. Könnte sich noch zum Schlechten wenden. Aber ich brauche wilde Jagdeinheiten. Goliath, bin ich mir nicht sicher, ob das gut ist. Die Puxa. Also die Mittagserscheinung will ich nicht. NL-Eroberer ist stark. Mit ihm hier. Garantier Kostschei. Hier die wilde Jagd. Puxa sehe ich irgendwo nicht so gut. Würde sie vielleicht sogar wegmachen. Ja, eine wilde Jagdeinheit passt. Nicht wahr? Mhm. Die Ada wäre noch gut gewesen jetzt eben. Okay, also Goliath will ich ganz am Ende spielen, denn ich will auf gar keinen Fall riskieren, dass er das Todesurteil bekommt. Der Todeswunsch. Um hier im Quentschagon zu bleiben. Okay. Müsste fast mit der oberen Oberon anfangen. Oberon, komm, nehme ich mal. Dort auf dem Haufen mit dem Rest. Dominanz füge ich stattdessen 3 Schaden zu. Dominanz habe ich. Ich will aber auf jeden Fall, dass er liegen bleibt.
Zeit und Raum haben keine Geheimnisse vor uns. Deswegen mache ich das so. Denn jede wilde Jagdeinheit, die ich ausspiele, bekommt jetzt plus 1. Deswegen will ich, dass er überlebt. Okay. Nicht gut. Gift. Nicht so gut, aber nicht so dramatisch, wie man denkt, denn ich habe keine Dominanz. Sollte ich mir jetzt aber holen. Könnte ihn hier spielen. Muss ich eh spielen. Ist zwar mit der Kostschei ein bisschen blöd. Aber dadurch kann ich Dominanz läutern, stattdessen eine Einheit, kann ich ihn hier läutern. Karantier Kostschei und dann wird nochmal durchgeballert. Goliath wird am Ende eventuell aus einer Karte. Irgendwelche letzten Worte? Okay, für mich. Den Karantier. Ostschei. Ich gehe an den Kukadaver und spiele ihn aus. Die Karte kenne ich aus der Beta. Verdammt, illoyal vergifte am Ende deines Zuges die benachbarten Einheiten und zerstöre diese Karte. Goliath spielt er aus, okay. Mal zu erwarten, habe ich ja gesagt gehabt, dass das die Karte sein wird, die er sich auswählt. Könnte eng werden, aber ich habe eine Karte mehr. Mein Kostschei bekommt zwar Damage, ich weiß nicht, ob erstmal die Rüstung attackiert wird. Ich glaube aber nicht, ich nehme an, dass die Stärke einfach wird. Sieht illoyal. Spiele die oberste Einheit ohne illoyal aus deinem Deck aus und bessere sie um 8. Trinken gefährdet die Gesundheit. Eine Kostschei ist tot. Ob mir Foltern gefällt? Vielleicht. Aber gut. Und noch ein Horn für meine Sammlung. Letzte Karte, danach kann ich meine Ballen noch spielen. Das könnte sich ausgehen, es wird eng. Je nachdem, was jetzt noch kommt. Hast du Hunger? Jetzt kommt's drauf an. Wir werden diese Welt erobern, wie schon zahllose Welten zuvor. Das müsste sich ausgehen. Mit Gedeihen. 59, 57. Aber starker Gegner. Nilfgaard ist halt wirklich so ein bisschen hinterhältig. Ist ekelhaft. Aber gut, wie halt auch Nilfgaard wirklich ist. GG an den Gegner. Und damit den Rang auf Sieg. Dann würde ich sagen, gleich ins nächste Match. Zweite Match in dieser Folge gegen die Skoyatel. Bis jetzt, das Böse hat noch keine Niederlage eingesteckt. Allgemein glaube ich, mit dem Deck relativ wenig verloren. War aber schon teilweise knapp. Also Frost möchte ich erstmal nicht haben. Die beiden Neckar sind mir ein bisschen zu viel. Gerade mit die gern auf der Hand. Einer ist okay. Na gut, dann beruhigen wir mal unser Glück. Garantier wäre wichtig für die Kostschei. Geh auf jeden Fall erstmal mit Liege an. Für die Rüstung. Dann eventuell noch auf Gedeihen, je nachdem. Der Gut ist auch nutzlos momentan. Möchte ich dann in Runde 3 erst, wenn ich den NL-Eroberer vernichtet habe. Ich bin der Wald und der Wald ist ich.
Okay. Guter Beginn. Mach ich doch mal ihn. Und beende. Harmonie. Harmonie, Einsatzfüge einer gegnerischen Einheit einen Schaden zu und belege sie dann mit Gift. Hau ab, solange du noch kannst. Will ihn nicht verlieren, deswegen läute mal den Gift hier weg. Jetzt ist er schon ganz schön gut, oder sie, die Aufseherin der Naglafer. Also die letzten Runden hat sie schon deutlich mehr Daseinsberechtigung. Einsatz dieser Fähigkeit wird aktiviert, wenn ihr gutes Giftstatus habt, also auch Harmonie. Okay. Und Gedeihen macht jetzt in der Runde weniger Sinn. Ich wurde mit meinem Baum geboren und sterbe mit ihm. Hat Vitalität eingesetzt. Ja, was machen wir denn? Doch noch auf Gedeihen. Warum nicht? Wenn er jetzt halt passt, hole ich mir den Sieg, habe aber eine Karte weniger wie er. Eigentlich nicht erstrebenswert, aber nicht so dramatisch. Muss ich halt dann in der zweiten Runde schauen, dass ich den Ausgleich wieder hinbekomme mit. Er bekommt die Runde, dafür muss er eine Karte mehr investieren. Wenn er jetzt halt auf Passen drückt, hat er 10 Karten, nicht 9. Na gut. Qualität und Bluten. Gleicht sich aus. Wenn du mir jetzt Vitalität hat, wird es um 1 verbessert. Jetzt habe ich hier Bluten drauf gegeben, damit sie keine Vitalität mehr hat. Jagserscheinung vielleicht noch schmeißen. Also wenn es knapp ist, will ich die Runde haben. Da opfere ich auch gerne eine Karte. Wenn es mehr als eine Karte ist, die ich spielen muss, dann gebe ich ihm die Runde. Wir brauchen 9 Punkte. 6, 7, 8, 9. Wenn ich ihn spiele, bin ich in Führung. Unser König wird sich über den Kopf freuen. Wenn er den Befehl aktiviert, dann kann er nicht passen. Dementsprechend muss er entweder die Runde herschenken oder eine Karte spielen. Oder gibt halt einfach Vitalität her, aber selbst dann muss er eine Karte spielen. Ich sag euch, wenn es 34-34 gestanden wäre, hätte er gepasst, einfach nur, damit ich eine Karte weiterspielen muss. Für den Sieg. Das war der... wobei, er hat bloß die Rüstung weggemacht. Dafür. Mein liebster Ehemann, wo bist wenn er jetzt halt noch den Nigern vernichten kann. Das ist okay. Dann gewinnt er die Runde. 2 Schaden zu und braucht noch 1 Schaden von der Hand. Dann habe ich die Runde safe verloren. Er hat die Runde gewonnen. Ich habe eine Karte mehr für die anderen beiden Runden. Ist für mich okay. Das ist ja immer das Best-Case-Szenario. Wenn du schon die Runde nicht gewinnen kannst, dann wenigstens mit einer Karte plus.
Natürlich wäre ein Sieg hier besser gewesen noch. Aber... Frost könnte noch stark sein. Ich will aber eigentlich eher auf Gedeihen gehen. Hat geklappt. Necker, Puka, Frostshy Ghoul. Ich glaube, das mache ich. Ich muss jetzt alles darauf setzen, meine Gedeihen-Strat durchzubekommen. Um für die letzte Runde noch den Kostschrei zu haben mit Oberon und dem NL-Eroberer. Was machst du hier? Spiele eine Scoyotel-Einheit aus deinem Deck aus und bessere sie um ein. Starke Karte. Ist ja auch legendär und golden. Was machst du so? Einsatz. Generiere zwei junge Dryaden in dieser Reihe. Hingabe, wenn diese Karte am Rundenbeginn. Okay. Lecker. Ist sehr riskant, weil die Necker haben keine Rüstung wie die Endjäger. Larven. Wenn du eine Naturkarte ausspielst, kann ich einen umherstreifenden Ende in einer zufälligen verbündeten Reihe. Okay. Puka. Und da ich die Kostschei. Muss fast die Kostschei spielen. Ja, nächste Runde muss ich Kostschei mit dem Waldschrat spielen. Ich glaube, er will die Runde. Sich holen. Ich glaube, er will sich die Runde holen. Da muss ich jetzt gegenarbeiten. Könnte sein, dass ich in der letzten Runde dann verlieren werde. Aber ich muss, glaube ich, jetzt schon die Kostschei spielen und komplett auf Gedeihen gehen. Er passt. Wenn ich meinen Goliath spiele, habe ich 10. Dann habe ich gewonnen. Er bekommt noch 1 Vitalität. Das heißt, er hat 21 eventuell. Ich komme hier auf 2, 3, 4, 14 auf 22. Goliath reicht das. Beenden. Passen. Erste Runde ausgeglichen. Beide 4 Karten. Ich habe noch meine Fähigkeit mit dem Waldschrat oder mit dem Waldgeist. Garantier wäre gut. Osrel ist stark. Gehe ich aufs Ganze auf Garantier. In die Jagerlarven bekomme ich von Kostschrei selbst. Ich glaube, ich opfere eine. Ah, das Biest ist auch nicht schlecht. Okay. Endjagerlarve. Ich hätte lieber Garantier bekommen, um den Kostschrei zu verdoppeln. Da war es mir wert, die Endjagerlarve zu rerollen. Nur meine Gedankengänge hier mal zu sagen. Also mit dem Ghoul möchte ich den NL-Eroberer haben. Das heißt, hier sind 9 Punkte. Mit dem Eroberer bekomme ich eine wilde Jagdeinheit und hier mit plus 1, wenn er liegen bleibt. Das Biest wird sich bis 9 Stärke holen. Das heißt, ich muss demnächst schon meine Kostschei dem spielen. Osrel macht nochmal 11. Okay. Ich spiele Oberon. Ich habe lang gelebt, alles gesehen und jetzt langweilt es mich. Dominanz um 1 verbessern kann stark sein. 3 Schaden zu, könnte klappen. Wenn ich aber auf Dominanz spielen will, nehme ich die wilde Jagdeinheit hier. Den Hund. Und mach damit eigentlich was Gutes. Nee. Für Kostschrei möchte ich meinen Waldgeist aufheben. Mit Osrel hole ich mir die Dominanz mit Goliath.
Oder falsch? Hier, wie durchmittig schauen? Nächste Runde das Biest. Ja. Das Biest, Kostschei mit Waldschrat. NL-Eroberer. Cool. Osrell. Na, das Biest. Kann natürlich sein, dass der wilde Jagddiener stirbt. Also der Hund der wilden Jagd, glaube ich, hieß er früher. Die Trauerweide. Das Schild wirkt schon einmal Gift. Okay. Das heißt, der vergiftet mich jetzt wahrscheinlich nochmal. Jetzt spielt mir das ganz gut in die Karten. Kostschei. Waldschrat. In die untere Reihe. Dadurch wird auch das Biest wieder gepimpt. Wichtig, da mal dran zu denken. Das Biest verbessert sich ja nur, wenn ich, wenn es nicht die stärkste Karte ist. Deswegen musste ich jetzt den Waldgeist ausspielen, damit sich das Biest auf jeden Fall verbessert. Wobei das hätte eh geklappt. Ja, es wäre die höchste Karte gewesen. Ich glaube nicht. 45 zu 17. Das ist schon ein großer Vorsprung. Und da kommt ja noch was. Da kommt ja noch was. Und noch ein Horn für meine Sammlung. Wunderbar. Es läuft, es läuft. Gedeiht alles. Nächste Runde muss ich dann Osrill schon spielen vor dem Ghoul, damit sich meine Bestie noch einmal verbessert. Also mit Dominanz ist natürlich der wilde Jagddiener auch stark. Ja, mit ihm hier eigentlich jetzt schon 13, 14 Schaden verursacht oder Stärke bekommen. Das ist schon stark. Gegner kommt zwar auch noch gut ganz mit 30 Punkten, aber kann erstmal nicht mithalten. So, Osrell. Hat er im Friedhof, hat er was Starkes? Ich glaube nicht, ne? Nope. Fernkampf von meinem Friedhof passt mir auch viel besser. Gern. Dadurch wird die Bestie nochmal besser. Kostschei wird auch nochmal verbessert, denn der Ghoul frisst dann noch den NL-Eroberer hier oben mit 9er. Das heißt, ich bekomme hier nochmal Gedeihen-Effekt. Und komme letztendlich, denke ich mal, so auf 95 Punkte. 90? 9 sind 86. Müssten knapp 100 Punkte werden sogar. Außer ich bekomme jetzt noch Schaden von ihm. Er muss jetzt mit zwei Karten 40 Stärke generieren. Das, glaube ich, schafft er nicht. Hey ho, hey ho. Muss ich leider in den Nahkampf ballern. Hier nochmal plus 2. 95 sind's. Mehr kriege ich nicht mehr hin. Best das Biest perfekt ausgenutzt. Und das war's. Ersten zwei Runden verhalten, letzte Runde dann komplett reingeballert. GG, immer den Gegner. Schadet ja nicht. Vielleicht wenn man es vergisst mal, aber ansonsten immer GG drücken. Freut man sich. Der Gegner. Und dann nächster Sieg. Und dann würde ich sagen, noch eine Runde. Ich würde sagen, nein. Das war das Ende der Folge. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder mit rein. Und da gibt es dann
auch wieder hoffentlich weiter mit den Siegesträhne. Und dann würde ich sagen, haut rein, Leute.